Der Brot-Talk über handwerkliches Backen mit Zukunft vom Deutschen Brotinstitut und BrotPro. Ja, einen wunderschönen guten Morgen an alle Live-Zuschauer hier. Guten Morgen, lieber Sebastian. Wie geht's dir? Guten Morgen, Bernd, nach Weinheim aus Hamburg. Wie es mir geht, Bernd. Wir sind ja heute ausnahmsweise um 9.30 Uhr dran. Das ist für mich als Medienmensch total nachtschlafende Zeit. Ich bin schon dabei, hier meinen Espresso zu schlürfen. Also meine Anregung war ja, dass wir das Ganze um 5 machen, dass die Bäcker in der Backstube so kurz vorm Frühstück hier reinschauen können. Aber da war es nicht für zu auch haben. Gut. Dann kann ich das machen, kurz bevor ich ins Bett gehe. So, wir unterhalten uns jetzt kurz, bevor wir zum Gast kommen, über Sebastian, den Partylöwen. Oh, die Zeiten sind lang. Ach, eigentlich gab es die Zeiten nie. Ich bin eher so der Espresso-Hase. Ich möchte ja nicht aus dem Nähkästchen plaudern hier, aber ich erinnere mich, dass die letzten Fotos vom Brad Summer Camp, da meinte ich dich noch drauf entdeckt zu haben. Das ist die jährliche Ausnahme, die jährliche regelbestätigende Ausnahme. Sehr schön. Also dieses Jahr hier ist Save the Date für alle, 20. 21. Juli, Samstagnachmittag, so bis Sonntagmittag in Weinheim. Aber nur, wenn man eine Einladung kriegt. Wir verschicken hier Einladungen und ja, das wird man aber wenn man sie kriegt, schön, das muss ich sagen, dann kann ich nur empfehlen, sie anzunehmen. Es gibt wirklich keine so ausgelassene, schöne Netzwerkveranstaltung. Denn Bernd, das muss ich ja echt sagen, du hast da wirklich in Weinheim ein fantastisches Team, das diese 2 Tage zu einem echten Erlebnis macht. Für alle Zuhörer hier, ich habe gerade heftig genickt. Genauso ist es nämlich. Ich freue mich, dass ihr ganz, ganz viele tolle Mitstreiter habt, die jeden Tag eine Extrameile laufen, nebenbei Großveranstaltungen organisieren, Sponsoren anheuern, die es dazu braucht, wenn wir noch dieses Jahr wieder Red Bull als Sponsor haben. Das macht die Party bezahlbar und auch nicht schlechter zumindest. Und viele weitere, von daher wird toll. Aber heute haben wir jetzt erstmal einen ganz, ganz spannenden Gast, der auch ein bisschen Partylöwe ist. Man nimmt ihn als stiller wahr, aber ich weiß, dass unser Gast durchaus Qualitäten hat, was das angeht. Oha, da weißt du mehr als ich. Ich kenne eher seine Bäckerqualitäten. Die zeigt er sehr aktiv bei YouTube vor allem. Wir gehen heute sehr weit in den Süden, in die Schweiz und begrüßen sehr herzlich Marcel Paar. Hallo zusammen, schön dabei zu sein. Toll, dass du da bist. Ja, sehr gerne. Hallo Marcel, ich hoffe, ich habe dich jetzt hier nicht bloßgestellt. Meine mich aber zu erinnern, dass auch du dem einen oder anderen Glas Wein nicht abgeneigt bist, wenn natürlich die passende Gelegenheit zu feiern ist, zum Beispiel dein erfolgreicher Brotsommelier-Abschluss. Aber dazu kommen wir später. Genau, ja. Ja, du eigentlich nur in Weinheim. Das sind die Ausnahmen. Siehst du, das ist, was ich gerade sagte. Das ist gerade die gelegentliche Ausnahme. Ja, der Name ist Programm. Genau. Ja, sehr schön, dass du dabei bist, lieber Marcel. Und Sebastian hat in gewohnter Weise erstmal ein paar Fragen zu dir. Genau, damit wir den Gast so ein bisschen kennen. Ich meine, Marcel, viele Menschen kennen dich, aber sie wissen vielleicht trotzdem nicht alles über dich. Wie alt bist du? 39 Jahre jung, sagt man ja heutzutage. Selbstverständlich, selbstverständlich. Wie jung bist du, wenn wir künftig fragen? Wann hast du welche Ausbildungen abgeschlossen? Die Lehre habe ich gemacht 2003 abgeschlossen. 2010 habe ich dann die Berufsprüfung gemacht. Das ist zu vergleichen wie die Meisterprüfung in Deutschland, heißt bei uns einfach ein bisschen anders. 2 Jahre später habe ich die höhere Fachprüfung gemacht. Das ist dann weniger in der Praxis, sondern mehr Marketing, Betriebswirtschaft, um einen Betrieb zu führen. Und seit letztem Jahr darf ich mich auch Brotsommelier nennen. Klasse. Ja, die dritte Frage, die eigentlich jeder Gast beantwortet, ist in deinem Fall gar nicht so einfach. Die heißt, seit wann bist du in deiner heutigen Position? Aber im Grunde hast du ja mindestens 2 Positionen. Ich sage mal ganz unbescheiden, YouTube-Star auf der einen Seite und auf der anderen Seite ja aber trotzdem auch Bäcker, Betriebsinhaber, Mitinhaber. Kannst du da ganz kurz sagen, seit wann du was grob machst? Ins Detail gehen wir dann etwas später. Ganz kurz, okay. Ja, du, ich bin hier in Sins-Aargau, aufgewachsen eigentlich in Interlaken, Kanton Bern, auch als Bäckersohn, dann auf den Wanderjahren Erfahrungen sammeln, Ausbildungen gemacht und irgendwann dann hier stecken geblieben, kann man sagen, denn es war immer das Ziel, den Betrieb zu Hause zu übernehmen, wusste aber, ich muss die richtige Frau dazu haben.
die habe ich hier gefunden, aber nicht weggebracht. Und da bin ich in ihren Betrieb eingestiegen. Der Zufall wollte es natürlich, dass sie auch eine Bäckerei hat. Und die haben wir zusammengeführt. Und in 2015 habe ich das erste YouTube-Video hochgeladen, weil ich gemerkt habe, so auf Facebook, Social Media, das Backen im privaten Bereich, das Hobbybacken ist sehr im Trend. Und dann habe ich gedacht, okay, damals war es noch so die Torten, die Motivtorten, die da gebacken wurden. Dann habe ich einfach mal eine Kamera hingestellt mit Stativ und so eine Bestellung mitgefilmt. Dann zu Hause Audio darüber gesprochen und im Endeffekt auf YouTube geladen und so nach 2 Wochen gesehen, ja, 20 Abonnenten. 15 oh. gekannt. Die haben mich aus Mitleid abonniert. Das war wirklich von der Qualität her sehr, sehr schlecht. Aber du, da waren schon die ersten Kommentare. Mach mal Brot, mach mal dies, mach mal jenes. Und dann habe ich das hobbymäßig so betrieben, bis irgendwann Corona kam. Und gefühlt hat da jeder zu Hause einen Sauerteig gezüchtet. Und dann ist das Ganze eigentlich explodiert. Und meine Frau hat mich vor mir selber geschützt. Die hat gesagt, du, versuch doch das eigenständig zu betreiben. Du bist jetzt nur noch am Arbeiten. Und dann habe ich das eigentlich so umgesetzt, wie sie es wollte. Vielleicht wollte sie mich auch einfach aus dem Betrieb raus haben, keine Ahnung. Und ja, seitdem ist das wirklich ein eigenständiges Geschäftsmodell, natürlich mit super Synergien. Hier, wo ich das mache, gleich nebendran ist die Bäckerei. Ich vergleiche es immer so wie ein TV-Koch, der hat immer ein Restaurant im Hintergrund. Wir haben halt die Bäckerei. Das, was ich mache, ist auch wieder gute Werbung fürs Geschäft. Nachmittags haben die Bäcker Feierabend, da gebe ich dort Backkurse. Also ist eigentlich eine coole Sache. Super. Jetzt hast du eben gesagt, Marcel, du wolltest schon immer Bäcker werden. Jetzt mal Hand auf uns hat unter uns Bäckerssöhnen. War das so? Also ich kann mal von mir berichten. Mein Vater hatte eine Bäckerei und das war das Letzte, was ich dann erstmal werden wollte. Ne? Weil ich sah, wie viel der Mann schuften musste und ich war voll auf dem Weg, Musiker zu werden. Habe mich noch rechtzeitig besonnen, keine Frage, aber man ist ja generell so als junger Mensch erstmal total der Gegenweg zu den Eltern. Also, oder gab es da nichts bei dir? Ich muss ganz, ganz kurz. Du wolltest Musiker werden? Was für ein Instrument? Entschuldigung, das muss ich ganz kurz wissen. Also ich habe mit 15 angefangen, Geld mit Musik zu verdienen. Damals 50 Mark die Stunde. Das war für einen jungen Mann sehr, sehr viel Geld. Und den Job, den gibt es heute nicht mehr. Das nannte sich Alleinunterhalter. Hammer! Und habe dann später noch so ein bisschen Saxophon in der Big Band gespielt und so. Aber war da auf Kurs, ne? Und hatte auch die Möglichkeit, das professionell zu betreiben, aber habe mich da besonnen, weil mir sehr schnell klar wurde, das ist ein etwas unstetes Leben als Musiker. Marcel, so, bei dir, komm, was wolltest du wirklich werden? Was wolltest du wirklich werden? Ja, in der Tat. Also es war wirklich so, wenn ich so geschaut habe, wie lange meine Eltern da immer im Betrieb waren und wie lange Licht im Büro noch war, da dachte ich, ja, mache ich nie. Die arbeiten so viel und im Endeffekt jammern sie immer, es läuft nicht und weiß ich nicht was. Nee, es lief schon gut, aber im Endeffekt sind das die Geschichten, die natürlich etwas hängen bleiben. Viel Arbeit, wenig Verdienst, wie es teilweise die Leute sagen. Nee, Spaß. Also ich habe das eigentlich gedacht, okay, ich mache was anderes. Verkauf wäre mal noch sowas gewesen. Sportartikelverkäufer. Dann hat der Vater damals so traditionell gesagt, nee, du lernst was Anständiges. Und dann war eigentlich, ich habe ja viel schon mitgearbeitet in der Backstube und ich wusste eigentlich schon immer, dass das eigentlich das Ziel sein wird, einfach mal die Lehre zu machen, weil der Beruf hat mir richtig Spaß gemacht. Und da mitzuarbeiten ist halt cool, man kann sich da wirklich austoben in einer Backstube. Ist natürlich auch super, als Kind in einer Backstube aufzuwachsen. Man wird halt relativ schnell sensibel auf gutes Brot oder auf gutes frisches Brot. Das ist halt dann der Nachteil, wenn man dann irgendwo ein Brot isst, das vielleicht nicht so den Qualitätsansprüchen genügt, dann wird man heikel. Kannst du kurz ein bisschen erzählen von deiner elterlichen Bäckerei? Wie war die aufgestellt? Was war das für eine Bäckerei? Ja, also das Unterschied ist natürlich ganz klar Schweiz-Deutschland, oder? Wenn ich so von einer Bäckerei spreche, dann ist das natürlich immer viel kleiner. Also wir hatten
etwa so 25 bis 30 Mitarbeiter, ein Hauptgeschäft mit Bäckerei und noch eine Filiale. Und das lief eigentlich sehr gut. Also in Interlaken, Kanton Bern, vielleicht kennen es einige, sehr tourismuslastig, also auch viel Hotellerie und so weiter, die wir beliefern konnten. Also das hat schon richtig Spaß gemacht. Also da wurde schon ziemliche Mengen an Backwaren produziert und ja auch selbst produziert. Das war uns auch wichtig. Damals war natürlich auch so der Switch, wo der Freddy hier stand, den kennen auch einige aus der Branche, natürlich den TK-Gipfel erfunden hat. Und da haben natürlich leider auch viele Bäcker gewechselt, viele Tankstellen-Shops und so weiter. Und da haben wir trotzdem durchgezogen und alles immer noch selber produziert. Obwohl, das war manchmal schwierig, weil die Hotellerie wollte natürlich damals Croissants TK, dass sie ja einfach halt die Spitzen brechen können und flexibel sein. Aber konnten wir dann auch umsetzen. Und die Ausbildung hast du in der Bäckerei deines Vaters gemacht? Genau, die habe ich zu Hause gemacht. Ehrlich gesagt, das war halt damals auch noch ein bisschen eine andere Zeit. Also so in Interlaken selber wäre es nicht in Frage gekommen, weil da ist das Mitbewerber-Konkurrenzdenken natürlich zu groß. Da hätte mich wahrscheinlich auch kein anderer Betriebsinhaber genommen, muss man ehrlich sagen. Und ja, das habe ich zu Hause gemacht. Der Vater, der war eigentlich auch nie operativ in der Produktion tätig. Der war eher im Büro, Planung und so weiter. Das hat das Ganze vereinfacht. Ich habe es dann immer einfach aus dem Büro gehört, wenn ich was falsch gemacht habe oder wenn ich was optimieren musste. Dann sagtest du selber schon, Bäckerei sieht in der Schweiz ein bisschen anders aus. Kannst du kurz den Schweizer Bäckereimarkt umreißen? Wie müssen wir uns den vorstellen? Ja, es gibt natürlich einige große, oder? Also wir haben große Industriebäcker, die sind meistens gekoppelt an eine Supermarktkette. In der Schweiz kennen wir die Jova-Bäckerei, die zu der Migros gehört, und Coop, die eine eigene Bäckerei hat. Das sind so die zwei größten, die wir in der Schweiz haben. Und dann eben Hierstand etc., aber das ist dann eher TK-Ware. Und die Bäckereilandschaft ist, wenn ich es jetzt vergleiche mit Deutschland, natürlich kleiner. Also man spricht hier von einer, zwei Filialen, manchmal drei, vier. Es gibt auch einige, die haben mehrere Standorte, aber in der Regel, sage ich mal so, eine bis drei Filialen ist so das Übliche. Das hat verschiedene Gründe, nehme ich mal an, dass viele einfach die Qualität auf Top-Level halten wollen, nicht viel mit Maschinen arbeiten und quasi die Teige an der Maschine anpassen und nicht umgekehrt. Also es wäre natürlich alles möglich, es gibt auch große, die es gut machen, aber ich denke, das ist so das Denken. Und ja, heute ist auch wichtig, so Work-Life-Balance einfach bei den Jüngeren sicher. Und wenn man sieht, wie meine Eltern gearbeitet haben, und das wollen die Jungen heute nicht mehr so machen. Die stellen sich einfach anders auf, delegieren wahrscheinlich etwas mehr, automatisieren mehr, was ja eigentlich auch sinnvoll ist. Im Gegensatz zu in Deutschland durfte ich auch kennenlernen, jetzt mit der Sommelier-Ausbildung, ja, da spricht man schnell mal von 10, 20, 30 Filialen, je nach Betrieb. Jetzt hast du ja irgendwann deine Frau kennengelernt, die auch eine Bäckerei zu Hause hattest. Du kanntest deine Bäckerei, die deines Vaters. Wie hast du das erlebt? Was den Betrieb deiner Frau? Du kommst ja mit einer gewissen Vorstellung, wie eine Bäckerei aussieht, hast eine ganz andere Bäckerei erlebt. Nimm uns da mal auf diese Reise mit, bitte. Genau, also ich war auch bei größeren Stationen und als ich dann hier angekommen bin, war es eigentlich wie zu Hause von der Betriebsgröße her. Bei sehr großen Betrieben ist es halt super zum Lernen. Man bekommt extrem viel mit, aber halt einfach in dem genannten Bereich, beispielsweise Bäckerei. Und in einem Familienbetrieb machst du halt alles. Also von der passenden Verpackung bis zur Auslieferung von einer Hochzeitstorte, wenn es halt Zeiten sind am Samstag am Abend, machst du alles. Und das hat mir eigentlich sehr gut gefallen, dass man da richtig mitbestimmen kann und ja, halt einfach den Betrieb voranbringen. Genau. Und zu Hause habe ich es auch so erlebt. Es war auch immer das Ziel, zu Hause den Betrieb zu übernehmen. Aber mein Vater ist war gesundheitlich angeschlagen. Der hat MS bekommen, leider. Dann war ein Pächter auf der Backstube und der hat das eigentlich ziemlich,
im Endeffekt dann nicht mehr so geführt, wie ich es kannte. Und dann war es dann eigentlich klar, dass ich hier einsteige. Aber bin schon lang vor dem Wegweiser gestanden, wo geht's hin. Aber ich glaube, es war die richtige Entscheidung. Nun hattest du ja schon erwähnt, du hast die Ausbildung zum Brotsommelier gemacht und dich in dem Zuge einer Brot-Challenge ausgesetzt. Erzähl doch bitte kurz davon. Ja, die habe ich übrigens mit dem lieben Bernd absolviert. Der hat ja den Lehrgang auch mitgemacht im letzten Jahr. Der wollte auch mal selber schauen, wie sich das anfühlt, mal auf der Schulbank zu sitzen. Jetzt muss man vielleicht ganz kurz sagen, für diejenigen Zuschauerinnen und Zuschauer, die das nicht wissen, Bernd ist im Grunde, ich kann auch so sagen, der Erfinder der Brotsommelier-Ausbildung. Und nach einigen Jahren erfolgreicher Ausbildungen hat er sie nun selbst auch absolviert. Ich wollte mal die Seite wechseln und mal... Das mit Marcel war ja der 15. Kurs und es gab Bedarf, da mal tief einzusteigen, so eine 360-Grad-Evaluation zu machen. Dachte ich, gut, wenn du die schon machst, dann kannst du ja auch eine Projektarbeit draus machen und das ist ja ein Teil der Prüfungsleistung. Und die anderen mache ich auch so ein bisschen. Und aus dem bisschen ist doch sehr viel Lernen geworden und sehr viel Anspruch und hatte das Glück, wie eigentlich jeder Kurs ist ganz, ganz toll, weil ganz tolle Menschen drin sitzen. Und das Zusammensein mit Marcel und weiteren Schweizern hat mir großen Spaß gemacht und allen anderen auch, ja. Ja, wir waren tatsächlich 4 Schweizer im letzten Kurs. Das hat Spaß gemacht. Also nicht nur, weil wir Schweizer waren, sondern natürlich auch die deutschen Kollegen kennenzulernen. Also ich habe gefunden, wir hatten eine sehr, sehr gute Klasse. Aber zurück zur eben genannten Projektarbeit. Ziel ist es, eine Projektarbeit abzugeben mit einem Thema, das mit Brotbacken zu tun hat oder mit Brot allgemein und das wichtig ist, neues Wissen zu schaffen. Weil es jetzt der 15. Kurs ist, ist es nicht so einfach, ja, immer wieder neue Themen zu finden. Brot und Ernährung gab es schon sehr viele Sachen und dann habe ich mit meiner Frau zu Abend gegessen, habe ich gesagt, du, Brot und Ernährung wäre schon mal cool, was soll ich da machen? Und dann hat sie wirklich gesagt, dann friss einfach 30 Tage nur Brot. Hat sie wirklich so gesagt, friss einfach, also was friss nur Brot? Ja, friss einfach nur Brot. Dann dachte ich, hey, das gibt es wirklich noch nicht, dass man einfach nur Brot isst, ohne Aufstriche, ohne irgendwelche, also Brot und Wasser zu sich nimmt. Und ich wollte eigentlich den vermeintlichen Experten zeigen, dass Brot doch ein sehr gutes Lebensmittel ist und dass man problemlos sich eigentlich vom Brot ernähren kann. Das wollte ich damit zeigen und habe ich zum Teil natürlich auch geschafft. Also das Ganze ist natürlich ein Eigenversuch gewesen. Also wir hatten da nicht große Testgruppen. An mir zumindest konnte ich es zeigen. Und es ist auch so, dass das Ganze begleitet wurde von einer Ernährungsberaterin und von einem Arzt. Da hat man am Anfang Blut gegeben, Blutwerte, dann zum Ende der Challenge auch nochmal. Und die haben teilweise Blutwerte, die sich verbessert haben, aber andere, die sind auch leicht zurückgegangen. Man hat gesehen, es gibt eine Tendenz, wenn man das noch 3-4 Monate machen würde, dann könnte es vielleicht irgendwo zu einem Mangel führen. Im Speziellen vielleicht jetzt Kalzium, Milchprodukte. Hätte man aber natürlich mit einem Glas Buttermilch oder so wieder kompensieren können. Also körperlich ging es mir immer gut. Also ich habe das nicht gemerkt. Hätte ich die Blutwerte nicht gesehen, hätte ich es auch nicht gecheckt, dass da wirklich ein bisschen was zurückgegangen ist. Man spannend kann also von Brot und Wasser leben. Ja, spannend ist auch, was die Schweizer Medien draus gemacht haben. Zitat Knastdiät. Zitat Knastdiät, genau. Ja, da weiß man nie, was die Medien natürlich schreiben. Es muss auch immer ein guter Aufhänger sein. Und im Endeffekt gibt man sein Bestes, aber was die daraus machen, ist immer dahingestellt. Wie du sagst, was Dritte aus etwas machen, weiß man nie so genau. Das ist eine sehr gute Überleitung, denn wir haben immer auch eine unbeteiligte dritte Person dabei, die ein bisschen was über unseren Gast erzählt. Und hier kommt deine kurze Speedlaudatio. Ja, der Marcel ist wirklich ein Teufelskerl. Also ich mag ihn ganz gut. Also 2015, als wir zusammen irgendwo in der Stadt Zürich im Ausgang waren und etwa den dritten Long Island Iced Tea verschlungen hatten, hat er mir gesagt, dass er da auf YouTube einen Kanal starten will und ich habe ihn ausgelacht. Darum habe ich wohl noch nicht gemerkt, wie ernst es ihm ist und heute schaue ich zu ihm auf und ich finde es echt toll, was er macht. Gerade eine Sache finde ich super, nämlich er verbindet
das Bäckergewerbe mit den backinteressierten Personen zu Hause. Er ist einer von denen, die nicht schlecht über die Bäckereien spricht oder über die Backindustrie, sondern wirklich versucht aufzuklären und auch positive Aspekte zu den Backinteressierten bringt. Danke Marcel für deine Arbeit. Ja, das Urs. Danke, Urs. Urs Rödlin von der Richemont Fachschule, der Oberlehrer aus Richemont, ganz lieber Kollege. Und er saß mit dir hier im Brotsommelier-Kurs, hat das Ganze gerockt und mit mir. Und ja, schon das ist ja auch der beste Beweis dafür, dass dieser Konflikt, den man immer uns vorsagt, dass die Fachschulen da irgendwie sich gegenseitig da irgendwie nichts Gutes wünschen. Ganz im Gegenteil, wir arbeiten sehr, sehr gut mit Richemont zusammen. Und im Grunde kann es uns hier in Weinheim und auch euch in der Schweiz völlig egal sein, wo der Bäcker seine Weiterbildung macht. Hauptsache tut was und hat damit Erfolg. Was hast du persönlich mit Urs, ich meine jetzt nicht die weinseligen Abende, sondern was hast du mit Urs jenseits dieser Erlebnisse noch gemeinsam? Wir haben zusammen die höhere Fachprüfung absolviert und weil er ja auch schon länger in der Fachschule Richemont ist, die ist 20 Minuten von mir entfernt, sieht man sich regelmäßig. Wir sind auch privat sehr gut befreundet, also wir tauschen uns auch gerne aus. Wir fahren auch an viele Brot-Events oder sonst Weiterbildungen zusammen und nutzen die Zeit gerne, um uns über Brot oder enzymatische Vorgänge auszutauschen. Also das macht Spaß mit ihm, genau. Und er ist auch sehr, sehr akribisch und interessiert. Und wir finden das spannend, oder? Um die Überleitung auch so ein bisschen zum Hobbybacken zu machen, was da manchmal für Fragen kommen, wie die das hinterfragen, wie die das sehen. Manchmal macht man sich diese Gedanken gar nicht. Viel kann man sagen, okay, bringt wirklich nichts, aber andere Sachen könnten teilweise spannend sein, ja. Zum Thema Fragen ganz kurz, Entschuldigung, Sebastian. Ich habe noch gar nicht appelliert an euch da draußen, die jetzt hier live dabei sind. Es sind viele live dabei. Das ist sicher auch, Marcel, deinem YouTube-Star-Status geschuldet. Du hast auch vorher ein bisschen aufgerufen. Es gibt schon ganz, ganz viele Kommentare, vor allem aber Grüße. Also Grüße aus Dortmund und von der Schweizer Grenze. Ja, herzlichen Dank. Detmold. Schön seid ihr alle da. Viele Grüßen hier, aber ihr dürft auch da draußen Fragen stellen an den Marcel. Wir würden ihn gerne dann im Nachgang hier noch stellen. Genau, da können wir alles diskutieren, was ihr wissen wollt. Der Urs hat es grob umrissen. Ihr habt also gesessen, ein bisschen was getrunken. Du hast von YouTube erzählt, er hat dich ausgelacht. Wenn nicht äußerlich, dann zumindest innerlich, damals noch. Erzähl nochmal, also das erste Video hast du ja schon kurz erzählt, das war also aus der Hüfte geschossen, ein Tortenvideo, richtig? Genau, das war damals so das Thema und da habe ich in Facebook-Gruppen vor allem gesehen, da waren so die ersten Backgruppen, okay, Hilfe, meine Creme wurde grieselig, das war so eine Sahne-Creme und dann kamen natürlich sehr schnell viele hilfsbereite Kommentare in Minutenschnelle, Sekundenschnelle und dann hat es geheißen, ja, einfach die Creme wärmen, aufwärmen und dann bindet das Ganze wieder und dann wusste ich, mit einer Ganache, mit einer Schokoladencreme kann man das ja machen, aber mit einer Sahnecreme würde ich das nicht machen. Dann dachte ich, vielleicht hätte das ja Potenzial, wenn ich da was beisteuere. Und es war tatsächlich so das erste Mal, wo ein Profi zur Hobby-Zielgruppe gesprochen hat. Also es gab schon einige natürlich, beispielsweise Sally, die werden auch einige kennen, die hat damals schon Videos gemacht. Also von Hobby zu Hobby gab es schon vieles, von Profi zu Profi auch schon, aber so vom Profi zum Hobbybäcker gab es so noch nicht. Und diese Lücke habe ich eigentlich unbewusst genutzt. Also ich bin immer sehr praktisch orientiert. Ich mache einfach. Ich mache da nicht groß eine Marktanalyse, habe es gemacht, geschaut, wie es ankommt und einfach immer weitergemacht und mich auch natürlich qualitativ, nicht nur was das Backen angeht, sondern auch videotechnisch, audiotechnisch stark verbessern können. Hast du gerade selbst Sally angesprochen, du hast sie vor einigen Wochen hier in Weinheim kennengelernt. Beim genau, ja. Forum, eine ganz passionierte Persönlichkeit, ich finde sehr inspirierend. Ihr habt gemeinsame Projekte besprochen, ist schon was spruchreif? Nein, noch nicht. Okay. Komm. Aber du bist der Erste, der es erfährt, Bernd.
Aber wie kam das denn? Also, wann hat das so diesen Drive aufgenommen? Also, du hast das erste Video online gestellt, okay, dann hat man ein bisschen Motivation, das zweite zu machen. Und dann ist es ja irgendwann dazu gekommen, dass es wirklich ja Fahrt aufgenommen hat. Wie sah das aus? Am Anfang startet jeder Kanal mit 0 Abonnenten. Das war sicher auch so eine Zeit 2015, wo das noch weniger gemacht haben, muss man sagen. Aber auch, das brauchte Zeit. Ich habe an den Vorträgen, zeige ich immer so eine Skala, wie sich die Abonnenten entwickelt haben. Also am Anfang interessiert das kein Mensch, weil es schaut dir wirklich fast niemand zu. Und musst du einfach gut zuhören, was diese Leute wollen. Und dann machst du halt entsprechend das nächste Video. Ich war ja auch noch 100% in der Backstube, hatte also nicht Fulltime Zeit. Ich versuchte aber trotzdem damals schon 2 Videos in der Woche hochzuladen, weil ich viel gelesen habe, ja, nur ein Video einmal im Monat bringt nichts. Und dann wollte ich das mal testen für 4 Monate. Wie kommt das an? Und dann habe ich gemerkt, okay, jetzt entwickeln sich ein paar Abonnenten. Immer noch natürlich nicht extrem in die Höhe geschossen, aber es macht Spaß und es könnte Potenzial haben. Ich sage, wenn jetzt nach 4 Monaten das niemand interessiert hätte, wüsste ich nicht, ob ich das weitergemacht habe, aber weil die Rückmeldungen positiv waren, es mir Spaß gemacht hat, habe ich das so weitergemacht und dann ist das stetig gewachsen. Dann kamen auch die ersten Kommentare, Masse, wo hast du dein Backzubehör her? Dann haben wir die Leute zuerst auf verschiedene Shops geschickt, dann merkten die, okay, da kann nur Gewerbe bestellen, weil wir da das Profi-Zubehör haben. Dachten wir, okay, können wir vielleicht noch einen Online-Shop machen? Dann haben wir Kurse angeboten, weil der Bedarf da war. Dann kamen Leute aus Deutschland, haben gefragt, geht das auch online? Dann haben wir auch Online-Kurse angefangen. Und mit Corona zusammen war es dann ein bisschen ein großes Hobby, sag ich mal so. Sehr viel Zeit beansprucht hat und ja, eigentlich dann auch ein Geschäftsmodell daraus wurde. Was ich aber interessant finde, ist, dass du von Anfang an strategisch rangegangen bist. Denn ich sage mal so, klar, man fängt ein bisschen an, aber zu sagen, ich mache das 4 Monate, schaue mir das an und gucke dann, wie ich die Weiche weiterstelle, ist ja schon eine strategische Herangehensweise. Das war also von Anfang an irgendwie klar. Das ist den Erzählungen natürlich immer einfacher, wenn man das so oh, das kenn ich, rückschaut, als damals, wo es war. Also da machst du einfach mal und schaust, ja okay, mal schauen, wo ich in 4 Monaten stehe. Und dann kommt eins zum anderen, hast Spaß, investierst vielleicht auch was in eine Kamera und dann denkst du, okay, jetzt höre ich nicht gleich auf, machst einfach mal weiter, dann schaust du andere Kanäle, was machen denn die, schaust du vielleicht auch mal jemand, der was versteht von Videokamera und da geht es so weiter, aber mit Videokamera wurde ich nie richtig happy. Das war auch der erste Mitarbeiter, den ich eingestellt habe, war ein Videograf, damit ich mich aufs Backen konzentrieren kann und nicht mehr irgendwelche Kameraeinstellungen und Audioeinstellungen machen muss. Jetzt verkörperst du mit deiner Vita so ein bisschen, dass Krisen immer auch Chancen sind. Ja, du hast die Pandemie für dich genutzt, du hast selbst gesagt, das war für dich dann der Push, wo es wie eine Rakete abgeht. Beschreib doch mal deine heutige Situation der Kanäle. Wie viele Menschen schauen deine Videos? Wie viele Videos von dir stehen im Netz? Was ist der Status quo? Das fragst du, ich müsste raten, also es sind sicher über 1000 Videos, die im Netz stehen. YouTube ist so die Hauptplattform, oder kennt man, da bin ich quasi zu Hause. Das sind auch längere Videos, immer noch im Querformat. Ich finde das sehr, sehr gut und vor allem auch zum Lernen, zum Nachbacken gehen halt die Videos dann 8 bis 10 Minuten, im Gegensatz zu den anderen sozialen Medien mit Reels, Shorts, Hochformat. Relativ knackig, 1 Minute. Das ist sehr viel Futter fürs Auge, es sieht sehr viel cool aus, aber dann ein Rezept 1:1 so umzusetzen ohne Tipps wird manchmal schwierig. Darum finde ich, YouTube ist immer noch sehr die Hauptplattform bei mir. Wir haben um die 270.000 Abonnenten auf YouTube. Pro Monat rein auf YouTube sind es 2 bis 3 Millionen Aufrufe und auf den anderen sozialen Netzwerken wird es ähnlich aussehen. Da wir haben natürlich die Strategie, wir posten fast jeden Tag auf die sozialen Netzwerke. YouTube kommen 3 neue YouTube-Videos in der Woche.
Jetzt sagst du ja schon wir. Das heißt, ja, wenn wir jetzt nur den Bereich nehmen, der Hobbybäckerei, also Kurse, Online-Kurse, Videocontent, hast du da jetzt ein Team inzwischen? Ist das ein eigenes Unternehmen? Ja, das ist ein eigenes Unternehmen. Mittlerweile sind wir tatsächlich 7 Personen bei mir im Team, inklusive mir. Da gibt es Videografen, Leute, die sich so ums Marketing, um den Online-Shop kümmern, wie auch eine Lernende haben wir bereits, also nicht im Bäckergewerbe jetzt bei mir, sondern als Mediamatikerin. Das spannende Ausbildung ist eigentlich eine YouTube-Lehre mit Film, Foto, Marketing und so weiter. Und natürlich Rezeptdokumentation und so weiter und so fort. Also es gibt schon einiges zu tun. Es ist nicht nur schnell ein Video machen. So habe ich angefangen, aber mittlerweile hat man da natürlich immer mehr gemacht. Das versucht immer professioneller zu machen und ja. Jetzt bist du ein wahrer Unternehmer, also sehr, sehr pushy, immer auf der Suche nach neuen Chancen. Du sagst selbst, du bist auf vielen Plattformen unterwegs. Du hast einen Online-Shop, Online-Kurse, Präsenzkurse. Hast aber auch irgendwann dich entschieden, eine eigene Süßstoffmarke zu platzieren. Stichwort Hello Sweetie. Sag uns mal was dazu. Ja, Hello Sweetie ist ein Zuckerersatz mit 50% weniger Kalorien, der gleich stark süßt wie Zucker, aber von dem her natürlich den Blutzucker nicht so beansprucht und nur halb so viel Kalorien hat. Das ist entstanden, ich habe mir jedes Jahr so eine Challenge aufgesetzt, so gute Vorsätze aufs neue Jahr. Damals war es 3 Monate ohne Zucker auszukommen. Damals stand ich noch tief in der Backstube und vor allem in der Konditorei ist der Zucker der Hauptrohstoff. War nicht so einfach, habe ich dann verschiedene Zuckerersatzprodukte natürlich auf dem Markt probieren müssen, dürfen, damit Backen, Stevia, Erythrit, Birkenzucker, was es da alles gibt. Dann Rezepte damit gebacken, 1:1 den Zucker ersetzt, dann habe ich gemerkt, okay, andere Farbe, innen nicht durchgebacken. Meine Familie hat es probiert, hat gesagt, du, das sind eher Wurfgeschosse statt irgendwelche Kuchen. Also war nicht gut, war nicht gut. Und dann habe ich mir die Frage gestellt, warum ist das so? Und ich habe gemerkt, ja, die meisten Süßstoffe süßen nur und meistens auch nicht 1:1 wie Zucker, sondern stärker, schwächer. Und die haben nicht die Eigenschaften, die Zucker hat. Zucker karamellisiert ja, der stabilisiert in Cremen, der konserviert in Marmeladen und vieles mehr, das andere Zuckerersatzstoffe nicht hatten. Und dann habe ich mich auf die Suche gemacht nach einem. Ich habe das nicht für wahr befunden, dass es heutzutage nichts gibt und habe das dann irgendwann wieder ein bisschen ruhen lassen, außer dann in den Ferien hatte ich Zeit, Liegestuhl, Handy genommen, da gegoogelt, was gibt's alles, x Studien gelesen, Proben nach Hause bestellt, als wir von den Ferien nach Hause kamen, Briefkasten überfüllt mit Zuckerersatzstoffen, dann habe ich mich an die Arbeit gemacht und mir war es wichtig, eigentlich natürliche Zuckeralternativen zu nutzen und mittlerweile ist Hello Sweetie, so sieht das aus hier, ist eine Zuckermischung, kann man sagen, der aus 4 verschiedenen Zuckeralternativen besteht und jede Zuckeralternative übernimmt eine Eigenschaft von Zucker. Und das fand ich cool, habe es patentieren lassen und ging dann zum Schweizer Format Die Höhle der Löwen, wo es auch für ein Investment gereicht hat. Und klar, Hello Sweetie ist eine eigenständige Firma und ist okay, macht Spaß. Und aber ich bin natürlich auch immer transparent in den Videos, wenn ich Hello Sweetie in Kuchen oder so verwende, sage ich auch alternativ Kristallzucker. Da können die Zuschauer wirklich selber entscheiden, was sie nutzen wollen. Jetzt eine Frage, wir wollen natürlich nicht über Zahlen sprechen, aber der Content, den du rausgibst, der ist ja im Wesentlichen kostenfrei. Und gleichzeitig finanzierst du da jetzt ein Unternehmen mit 7 Leuten. Kannst du grob sagen, wo du dann die Einnahmen erzielst, wenn du doch so viel kostenfrei rausgibst? Ja, wir haben es mal so ausgerechnet, also nicht ich, sondern mein Team, die sind da eher Zahlen, Daten, Fakten basiert als ich, aber es sind etwa 80%, die wir gratis rausgeben auf YouTube. Das ist so. Ja, und es ist ja eigentlich spannend, oder? Das ist gratis zum Abholen. Vielleicht, wenn jetzt jemand neu auf meinen Kanal kommt, sagen wir, oh nee, der Schweizer Akzent, dann kann ich nicht schauen.
vielleicht das zweite Mal zufälligerweise aufs Video sagt, ja, Schweizer Akzent gefällt mir immer noch nicht, aber Tipps sind schon gut. Und beim dritten, vierten, fünften Mal sagen, ja, okay, der hat sogar ein Backbuch, vielleicht kaufe ich mal das Backbuch. Also so funktioniert das ja, oder? Wir geben den Gratis-Content raus, wenn man es mag, mag man es, wenn man es nicht mag, mag man es nicht. Und irgendwo zufälligerweise haben wir im Hintergrund natürlich auch noch irgendwelche Produkte, die man natürlich auch kaufen kann. Ja, das ist kein Geheimnis, funktioniert so. Und natürlich eben mit dem Online-Shop, mit Büchern, mit der Back-Academy, wie wir es nennen, mit dem Online, mit der Online-Kursen oder Vorkursen in der Backstube. So finanzieren wir uns. Das funktioniert gut. Sponsoring, Markenbotschafter-Sachen sind da auch dabei, wobei ich sehr vorsichtig bin, mit diesen Sachen anzunehmen. Denn ich finde, da kann man sich auch sehr schnell unglaubwürdig machen, wenn man jetzt sagt, du, heute ist Bosch gut, dann wieder Siemens, dann wieder dies, das. Also da muss man sich schon irgendwie committen. Auch das klingt nach sehr, sehr nachhaltiger Strategie. Jetzt hast du auf der anderen Straßenseite, hast du gesagt, noch die Bäckerei deiner Frau. Inwiefern bist du da noch involviert? Machst du für die Bäckerei noch ein bisschen Produktentwicklung? Hilfst du aus, wenn es eng wird? Wie genau sieht das aus? Lehrlingsausbildung, Produktentwicklung, teilweise, wenn Not am Mann oder der Frau ist, helfe ich dort mit, aber sonst reicht die Zeit leider nicht mehr so. Aber ich bin gerne in der Backstube, so als Bäcker, mach mal auch gerne wieder einen größeren Teig, statt da ein, zwei Brote in der Küchenmaschine oder im Haushaltsofen. Und so unter uns gesagt, ist halt schon cool, so in der Backstube, es ist teilweise ein Stress, den ich geliebt habe, oder die Ware muss in den Ofen, hier da manchmal ist man auch richtig in der Scheiße, auf Deutsch gesagt, das gefällt mir und das ist cool und so ein bisschen anderer Druck, dass man da rausjagen kann, das ist cool und geht zwischendurch gerne wieder in Backstuben rein, ja. Ah, die großen Teigmengen, da sagst du was, davon träume ich immer. Ich habe ja auch immer nur mit Haushaltsmengen zu tun und bin da mit einem kleinen Teigchen und möchte auch eigentlich mal so richtig schön reingehen. Ja, das ist auch an den Kursen natürlich immer häufig, wenn es ums Aufarbeiten vom Brot geht. Oder ja, das ist ein Teig, vielleicht zwei, dreimal in der Woche, ein Brot. Das lernt man natürlich nicht so intensiv, also wenn man dann zwei Stunden Brot aufarbeitet, Tag für Tag, oder auch Brote einschneiden vor dem Backen. Wenn der Ofenbäcker das jeden Tag 500 Brote einschneidet, dann hat das irgendwann drauf. Das ist natürlich klar, im Gegensatz, wenn man ein, zwei Brote pro Woche einschneidet. Ja, so und es ist ein bisschen auch Meditation. Also ich komme auch selten zum Backen hier, weil ich natürlich ein riesiges Team habe, was diese backenden Aufgaben übernimmt. Aber wenn ich da mal ran darf, und wie gesagt, seltenen Gelegenheiten, das ist wirklich Meditation. Es macht total Spaß, da nochmal so einen großen Teig klein zu machen, zu formen, zu backen. Also ist in der Tat ein ganz, ganz toller Beruf nach wie vor. Und ja, sollten junge Leute hier zuhören oder Menschen, die Kinder haben, Bäcker lernen, ganz wichtig. Oh ja, ja. Oh ja, ganz, ja, ganz wichtig. Ist wirklich ein toller Beruf und es ist sehr viel gegangen in der letzten Zeit. Also man macht da vieles, um die jungen Menschen zu begeistern. Das finde ich gut, finde ich wichtig. Handwerksarbeiten wird es immer brauchen, obwohl das nicht mehr so im Trend ist. Teilweise auch ein bisschen von den Lehrkräften geschuldet. Wenn wir schauen, wir haben super Schnupper, gibt es bei euch auch die Schnupperlehre? Ist das auch so, dass die jungen Leute mal einfach reinschnuppern, ob sie diesen Beruf lernen wollen? Praktikum, ja. Genau, okay. Und dann kommt die Lehrkraft, schaut sich das an. Ja, sie sollte vielleicht noch was anderes schnuppern gehen, denn vielleicht gibt es noch was, das sie studieren kann. Ja, sage ich, ja, nee, wenn sie also hier so gefällt. Oder also, heute ist ja auch so einfach, man kann auch einen Beruf lernen und irgendwann sich weiterbilden. Man sieht es jetzt auch sehr stark im Hobbybereich, dass viele in Bäckereien gehen oder eben Ausbildungen machen, noch auf dem zweiten Bildungsweg und dann in Bäckereien arbeiten, vielleicht auch aus der Mutterschaft ein, zwei Tage. Und die Bäckereien sind natürlich auch sehr froh um solche motivierten Leute. Jetzt sprichst du ja selbst davon, dass du dich als Profi in die Kreise der Hobbybäcker begeben hast und da eine Marke geworden bist.
und sprichst auch selbst davon, dass diese Hobbybäcker-Szene sehr inspirierend ist und auch sehr, sehr viel passiert. Wie nimmst du dich heute so als Profi unter diesen Hobbybäckern wahr? Gibt es da überhaupt noch eine große Grenze oder geht es eigentlich nur um die gemeinsame Leidenschaft fürs Backen? Wie siehst du das? Ich glaube, da gibt es keine große Grenze mehr. Also jeder kann eine Grenze ziehen. Für mich gibt es keine. Am Anfang war das anders. Da haben die vom Fach, also die Profis, eher gesagt, du jetzt drehst du da eben so ein 2 Kilo Teig in deiner Küchenmaschine. Das ist nicht richtiges Backen. Ist immer eben in der Betrachtung des Wahrnehmers. Oder ich mache immer das Beispiel mit dem Jamie Oliver. Ich bin ein wahnsinniger Fan von ihm, habe die Sendungen geliebt, wie einfach der das rübergebracht hat. Dann habe ich die Sendung mal mit Köchen geschaut und die haben gesagt, du guck dir mal an, der geht mit der Hand in den Salat und seine Schneidetechnik nicht richtig, guck mal große Stücke, kleine Stücke. Und dann ist mir aufgefallen, okay, das ist eine andere Wahrnehmung. Für den Hobbykoch ist Jamie Oliver Gott und für die Köche, die sagen, nee, ist nichts für mich. Aber es ist immer in der Betrachtung des Wahrnehmers. Also von dem her passt das. Und du, es gibt ja noch andere, die das machen wie ich. Und ich tausche mich immer sehr gerne aus über gutes Brot. Da gibt es ja auch unzählige Philosophien. Das ist ja auch immer schön, die anzuhören. Denn gibt es ein anderes Lebensmittel, wo man aus Mehl, Wasser, Triebmittel und Salz Tausende von Broten backen kann. Ich glaube es nicht. Und das ist eine lebende Materie. Und da gibt es Unterschiede, kulturelle Sachen, eigene Philosophien. Und da kann man spielen. Und das möchte ich gerne verstehen, was die Hintergründe sind, ob es mir dann schmeckt oder nicht. Sei dahingestellt, aber spannend zu sehen, oder was da alles geht. Ja, großartig. Besser kann man es eigentlich kaum sagen. Dein Nebengeschäft sozusagen, was ja jetzt quasi dein Hauptthema ist. Wie siehst du da die Zukunft? Du hast ja in den letzten 3-4 Jahren eine irrsinnige Wachstumskurve hingelegt. Geht das so weiter? Settelt das jetzt? Planst du ganz andere Baustellen? Wie sieht das aus? Kann man nicht vorhersagen. Also bei mir ist es eigentlich immer kontinuierlich gewachsen. Also wenn ich andere sehe, die sprießen auf den Boden, haben einen extremen Peak, da denke ich mir immer, wie machen die das? Weiß ich nicht. Du, wir machen so weiter. Solange mich die Leute sehen wollen, habe ich Spaß dran. Wenn sie mich nicht mehr sehen wollen, mache ich dann irgendwann was anderes. Aber du, die Ideen gehen mir nicht aus. Wir haben auch coole Projekte eben mit Marken, die wir umsetzen. Ein weiteres Buch ist in Planung und von dem her, uns wird nicht langweilig. Den Eindruck haben ja, glaube ich, alle gewonnen, dass dir nicht langweilig wird und das zeichnet dich ja auch aus. Ich würde noch mal ganz kurz zurückkommen auf die Nachwuchssituation. Ich glaube ja, dass Menschen wie du, die auch massiv in Kreisen von Nicht-Profis strahlen, da doch viele Menschen auch inspirieren können, über den Bäcker als Beruf nachzudenken. Und das ist etwas, was uns alle umtreibt. Wir wissen, es gibt zu wenige Menschen, die den Beruf ergreifen. Es gibt riesige Chancen für die, die es tun. Es gibt ein falsches Bild. So, Bäcker muss früh aufstehen und den ganzen Tag schwer körperlich arbeiten, verdient du da auch nichts, was überhaupt nicht mehr mit der Wirklichkeit übereinstimmt. Wie siehst du deine Möglichkeiten und die der anderen, daran aktiv ein bisschen was zu ändern? Was tust du in dem Bereich? Welche Möglichkeiten gäbe es noch? Möglichkeiten gibt es viele. Also wenn man aus Betriebssicht schaut, dann gibt es viele Betriebe, die das mit Social Media etc. noch nicht so richtig gut umsetzen, sage ich mal. Oder die posten vielleicht mal irgendein Monatsbrot oder eine 3-für-2-Aktion. Aber sie sollten eher einfach mal ein Video machen, wie das Brot zum Ofen rauskommt, wie sie den Teig aufarbeiten, ganz transparent, einfach mal zeigen, wie läuft das in der Backstube ab. Und das sind ja Geschichten, die jungen Menschen sehen wollen und sagen, hey, das ist ja cool, guck mal, wie die den Teig formen, guck mal, wie viel Brote das die backen, das möchte ich auch. Also das wäre so aus Betriebssicht vielleicht eine Lösung. Was kann ich tun mit dem Gregor Meyer, auch Brotsommelier seit letztem Jahr? Er ist ja da im Verband relativ aktiv und er hat mich gebeten,
auch Betriebe zu besuchen, Videos zu machen und eben so transparent Videos umzusetzen, wie wir jetzt das so besprochen haben, ohne groß Produkte, Spezialitäten, Preise und so weiter, sondern einfach Geschichte des Betriebes und auch natürlich dann darauf hinweisen, dass diese Betriebe auch ausbilden, zeigen, wie wird ausgebildet. Das ist natürlich auch wichtig, dass man das erfährt. Und das ist ein Projekt, das wir nächsten Freitag besprechen. Ich darf noch nicht so viel verraten, aber das wird eine spannende Geschichte. Ganz ähnliches Projekt, das darf ich kurz hier einwerfen, gibt es ja auch in Deutschland einen ganz tollen Kanal, der vom Zentralverband betrieben wird, Back dir deine Zukunft. Zufällig ist die Litza, die das massiv betreibt, auch gerade hier im Haus in Weinheim. Wir haben hier ein Seminar, ausnahmsweise mal Lehrlinge, normalerweise kümmern wir uns in Weinheim ja um das, was nach der Ausbildung kommt, aber es gibt immer so einmal pro Jahr so ein Azubi-Förderseminar für die besten Lehrlinge, läuft gerade und backt in der Zukunft dabei. Vielleicht als Tipp für diejenigen, die hier zuschauen, zuhören oder auch im Nachgang zuhören, schaut mal rein. Backt dir deine Zukunft, Instagram, Facebook, überall. So, das war der Werbehinweis. Ja, genau, vor allem Instagram, da sind die ganz, ganz stark. Jetzt gibt es ja die Bäckerei noch, du hast so ein bisschen erzählt, du bist da involviert. Profitiert die Bäckerei von deinen Online-Tätigkeiten? Ja, extrem. Also es ist natürlich extreme Werbung, weil man, es gibt viele auch Hobbybäcker, die backen auch nicht jeden Tag oder haben vielleicht auch nicht die Zeit dazu. Dann möchten sie aber trotzdem gutes Brot essen und wir zeigen einfach, wo es so ein Brot gibt, beispielsweise bei uns. Und da kommen dann viele in die Backstube. Klar, man muss auch sagen, es kommen auch viele aus Deutschland, die sind auf der Durchreise, machen halt 2 Stunden einen Umweg, was ein Schweizer wahrscheinlich nie machen würde, aber für Deutschland sind das andere Verhältnisse. Und die besuchen mich dann in der Backstube, meistens ohne Voranmeldung. Leider, da ist mit der Zeit manchmal ein bisschen knapp, aber ich habe immer Spaß, wenn mir die Leute, also die das Verkaufspersonal ausrichtet, dass jemand da war und Freude hat an dem, was ich mache. Ja. Solange man in Schweiz den Umweg langsam fährt, ist das alles kein Problem. Ansonsten. Ja, langsam war es bei euch, ja, das ist so. Ja. Nun sprachen wir schon drüber, es gibt manchmal Ressentiments, diese Unterscheidung in Profi-Welt, Amateur-Welt. Ich habe sozusagen für mich das große Privileg, in beiden Welten unterwegs zu sein mit Magazin. Wir machen eins für Profis, wir machen eins für Amateure. Ich mag, wie sich das gegenseitig befruchten kann, weiß aber auch, dass es in der Profi-Welt alles, ein großes Meinungsspektrum gibt von, wow, das ist ganz inspirierend, was da passiert, weil die Leute einen ganz anderen Zugang haben zum Brotbacken, bis hin zu, ach, das sind Klugscheißer, die mir meinen Job erklären wollen. Wie reagieren Kolleginnen und Kollegen auf das, was du machst? Was bekommst du aus der Branche für ein Feedback? Ja, also ganz unterschiedlich. Mittlerweile sehr positiv, also das, was an mich herangetragen wird. Es gibt sicher einige, die mich nicht mögen, aber das weiß ich nicht. Ist auch schön und gut so. Ist mir eigentlich auch egal. Ich ziehe mein Ding da durch. Ich finde das cool. Man muss natürlich schon ein bisschen unterscheiden, oder? Wenn man jetzt Brot einschneiden vor dem Backen, da gibt es ja richtige Kunstwerke, die da eingeschnitten werden. Das kannst du in einer Produktion schlecht umsetzen. Der Ofenbäcker würde dir den Hals umdrehen, wenn er 500 Brote so einschneiden müsste. Da ist der erste Teigling verreckt, bevor er in den Ofen reinkommt, bis er alle geschnitten hat. Das gibt Sachen, die kann man nicht umsetzen. Mhm. Das andere ist, ja, lange, kühle Gare. Wenn man zu Hause ein Teigbecken in den Kühlschrank stellt für 48 Stunden, ist das eine Sache. In der Produktion braucht es dann natürlich viel mehr Planung. Wirtschaftlich muss man sich das ausrechnen oder Energiekosten. Kann ich schon 48 Stunden im Vorfeld sagen, was laufen wird in der Backstube in 2 Tagen? Das sind natürlich alles so Sachen. Darum gibt es ja lange Fermentation, es gibt Vorteile, gibt für jeden Betrieb das Richtige. Aber der Hauptgrund ist sicher der Unterschied, den ich an den Kursen oft sehe. 1-2 Sorten Brot backen, das geht problemlos zu Hause. Wenn man dann in der Backstube 30 Sorten parallel irgendwo ineinander reinflechten möchte, dann wird es dann schwierig. Oder? Etwas, ein Teig läuft, der andere ist zum Aufarbeiten, was ist im Gärschrank, das andere muss in den Ofen. Da muss man dann schon koordinieren. Das ist dann auch wichtig, dass der Ofen nie leer ist und so weiter. Also das gibt dann schon andere Sachen, die da wichtig werden und die man einhalten muss.
Oh ja, das stimmt. Alle 2 Monate backe ich parallel 6 bis 8 Brote für ein Fotoshooting. Ach, ja, das ist dann noch was eine andere Nummer, oder? Dann musst du schauen, okay, zu Hause ist meistens der Ofen das Problem, der Flaschenhals. Und genau. Das wird genau. Dann schwierig. Genau, das ist immer ein schönes Weckerklingeln und Jonglieren. Ja, und vielleicht will ich da mal einfach auch eine Lanze brechen. Ich weiß, dass manche Profis etwas abfällig zu den Hobbybäcker schauen. Ich weiß aber auch, dass es umgekehrt ist, dass manche Hobbybäcker sagen, ja, oh ja, ja. So wie wir backen die Profis ja gar nicht und sie können ja gar nicht mehr backen und nehmen noch Backmischungen, so diese Mythen, die ja nicht wahr sind. Ja. Mhm. Und ich finde, und das haben wir auch, glaube ich, ganz gut rausgearbeitet im Talk hier, dass alle voneinander lernen können. Und wir als Profis können sehr viel lernen von der Passion der Hobbybäcker, die auch viel mehr Zeit haben, so als Hobby sich damit Mehlen zu beschäftigen. Da kommt man im beruflichen Alter gar nicht so. Ja, so viel tiefer einzusteigen. Umgekehrt glaube ich, dass auch die Hobbybäcker ein bisschen was von den Profis lernen können. Und letztlich geht es um eine gemeinsame Passion, nämlich Backen von gutem Brot und anderen guten Sachen. Von daher sehr, sehr schön. Aber lieber Sebastian, wir haben noch ein paar Fragen aus dem Publikum, die wir einsammeln. Ja, wir haben ein sehr, sehr aktives Publikum. Viele Grüße, die kann man natürlich gar nicht alle einblenden, aber hier zum Beispiel der Jürgen Hinkelmann sagt Hallo aus Dortmund. Ja, das ist immerhin der Vizepräsident des Bäckerhandwerks. Genau. Lieber Jürgen, toll, dass du dabei bist, genau. Dann Thorsten Hacke, einer unserer Stammzuseher, ne Bernd, möchte ich verpflichten für musikalische Einlage. Die möchte ich auch klare sehen. Antwort, unterstütze ich. Klare Antwort, nein. seit 20 Jahren nur noch für mich persönlich und im engsten Kreis, ja. Hobbybäckerin, Hobbybäcker haben wir auch dabei. Der Gerhard Bauer sagt Hallo aus Oberfranken, ist ein begeisterter Fan von dir. Grüße zurück. Genau. Jetzt schauen wir doch mal. Ach genau, hier das wollte ich dir noch kurz zeigen. Die Astrid ist dabei, deine Rezepte abzuarbeiten. Da hat sie lange zu tun. Ja, also es ist auch nicht das Ziel, dass man jedes Rezept nachbacken muss. Wir haben ja auch eine Facebook-Community mit, glaube ich, 27.000 Mitgliedern. Unglaublich, wenn ich ein Rezept veröffentliche, am nächsten Tag oder sobald es ready ist, die setzen wirklich den Teig an. Am nächsten Tag haben wir Fotos, wie es nachgebacken wurde. Wirklich unglaublich cool. Astrid, ich glaube an dich, du schaffst das. Alle Rezepte. Ich glaube auch an dich. So, der Benjamin hat eine Frage. Mich würde interessieren, was meinst du, wie wird sich in Zukunft das Bäckerhandwerk verändern in Bezug auf YouTube? Wird es wieder mehr geschätzt oder eher, dass die Leute weniger einkaufen? Schwierig zu sagen. Also das bewirkt sicher einiges. Die Transparenz ist gefragt. Also das ist sicher wichtig. Also wir haben natürlich eine ganz breite Palette an Bäckereien. Wir haben von Haribrot, der größte in Deutschland, bis zur Ein-Mann-Bäckerei. Da muss man einfach zeigen, was man für eine Philosophie hat, wie man täglich backt. Und dann kann eigentlich die Kundin selber entscheiden, wo sie einkaufen möchte. So Mittelmaß, die irgendjemand kopieren wollen und sich über den Preis definieren, glaube ich, schwierig. Da gibt es immer größere, immer billigere, aber da könnte Bernd sicher genauere Informationen geben, was das angeht. Aber nicht hier in diesem Kreis. Einen Gruß muss ich noch kurz einblenden, die Edda Klepp, meine geschätzte Kollegin, gönnt sich eine gesundheitliche Auszeit an der Nordsee. Liebe Grüße gehen raus. Normalerweise würde sie jetzt hier im Hintergrund die Knöpfe drücken, das mache ich heute selber. Auch aus Weinheim, ganz liebe Grüße, Edda. Liebe Grüße. Genau. Jetzt ein bisschen Werbeblock. Kann man Hello Sweetie in Deutschland auch in einem Geschäft kaufen oder geht es nur über den Internetshop? Aktuell über Amazon und den Online-Shop. Wir sind da dran, aber aus der Schweiz und mit unserem Netzwerk ist es teilweise schwierig, in die Einkaufsketten zu kommen. Die haben so viel auf dem Tisch. Irgendwie hinken die immer noch seit Covid so ein bisschen hinten nach, was die alles abarbeiten müssen. Und wir sind dran, ist aber eine längere Geschichte und mit Bemustern und so weiter. Wir geben Gas, kann es aber nicht versprechen. Ja, ich glaube, Lebensmittel-Einzelhandel ist kein einfaches Thema. Genau, verstehe ich auch so wenig.
Lieber André Benatzky aus Dresden, lieber Kollege aus Dresden, es sendet viele Grüße von der ADB Sachsen Dresden. Marcel, du bist eine tolle Inspiration und eine tolle Inspiration für die gesamte Bäckerbranche. Herzlichen Mit Daumen Dank, nach oben und ich denke, das sehen viele so. Ja. Absolut. Dann haben wir den Präsidenten des Bäckerhandwerks, nicht nur den Vizepräsidenten, das ist ja hier, das ist ja das Treffen des Bäckerhandwerks heute, Roland Ermer, ganz liebe Grüße nach Sachsen. Lange Atem und Leidenschaft bringt fast zwangsläufig Erfolg. Schönen Gruß in die Runde von Roland Ermer. Herzlichen Dank. Kennt ihr euch, Marcel? Wir haben am Brunforum kurz miteinander gesprochen, ja. Ach, siehst du, in Weinheim kommt die Welt wieder zusammen. Ja, also das ist wirklich cool. Das muss man wirklich sagen. Gibt es natürlich in der Schweiz auch so Anlässe, aber man lernt natürlich dann nochmal ganz andere Persönlichkeiten kennen. Ja, natürlich. Noch eine Meinung von Thorsten Hacke. Auch wenn man heute Tagschicht macht als Bäckerei, wird man Nachwuchs ganz schwer bekommen in Zukunft. Teilst du das so oder hast du eine andere Meinung, Marcel? Durch Kampf für die Schweiz sprechen. Deutschland ist vielleicht anders, also in der Schweiz ist es natürlich, die Schere ist relativ groß geworden von Top-Mitarbeiter oder Top-Lernenden zu, okay, ich weiß nicht, was lernen, ich mache jetzt Bäcker. Da versucht man das Ganze natürlich durch Aufklärung auch wieder ein bisschen zu verbessern. Das kann man auch erfolgreich umsetzen. Und zusätzlich ist es so, wir als Bäckerei finden eigentlich immer relativ gut Lernende. Es gibt aber natürlich, das kann man nicht außen vor lassen, ein Stadt-Land-Gefälle, das auf ländlicher Basis einfacher ist, noch Handwerksberufe auszubilden, muss man ganz klar sagen. Ich finde es ganz lieb, die Astrid hat immer geantwortet, sie gibt ihr Bestes. Das wird alles super und toll umzusetzen. Astrid, wir drücken die Daumen. Absolut. Hier noch ein sehr langer Kommentar. Sieht mich gar nicht mehr. Hier muss ich. Ich fasse es mal kurz zusammen. Die Sina Gabi schreibt von ihren Erfahrungen, dass sie Hausfrau ist und fast alles selbst backt und daran arbeitet, besser zu werden. Und ich glaube, Marcel, der Kommentar bedarf deiner persönlichen Kommentierung Nachgang. Genau, das wäre super, wenn du da nochmal eine Minute nimmst, das wäre super. Jetzt gibt es noch eine Frage an dich, Bernd. Was bietet Weinheim für Hobbybäcker mit Steinofen? Ja, also wir sind tendenziell eine Schule für Profis, werden getragen von allen Bäckereien, die den Wunsch haben, sich weiterzuentwickeln. Das ist auch unser Mission. Wir sind ein gemeinnütziger Verein, haben aber in der Tat ein paar wenige Angebote für Hobbybäcker. Vielleicht das Spannendste, die Möglichkeit, nämlich tatsächlich selbstständig zu agieren durch diesen Sachkundenachweis. Einfach mal auf der Website schauen, akademieweinheim.de, da findet man das. Also auch ein Unterschied zur Schweiz, da kann jeder eine Bäckerei aufmachen. Bei uns gibt es nicht den Meisterzwang, ist ein unschönes Wort, aber man braucht den Meistertitel nicht unbedingt. Themenwechsel. Ja, ich weiß. Also Meisterpflicht ist durchaus etwas, was sich historisch bewährt hat. Man hat es in Deutschland schon abgeschafft, in vielen Berufen hat es bereut und schafft es jetzt wieder ein. Von daher gibt es viele gute Gründe für den Meisterbrief. Ich kenne deine Philosophie, ist auch begründet, sehr gut. Ich kann sie in der Schweiz nicht ändern, die Gesetze habe ich nicht gemacht. So, komm, wenn es auch gar nicht unser Thema hier im Brottalk ist, komm, einen ganz kurzen Tipp haben wir doch bestimmt für Diana. Wie bekomme ich in meinem Gasbackofen eine schöne Brotkruste hin? Ja, Sebastian, sag mal. Nee. Du bist der Gast, ich stelle die Fragen. Gut, das kann also im Gasbackofen, ich habe selber keinen, habe aber von Hobbybäckern gehört, dass das Beste und Einfachste ist, das Ganze in einem Gusseisentopf zu backen. Dann hat man immer eine perfekte Kruste. Sprich, du kannst es 10 Minuten vor Schluss auch noch zum Topf rausnehmen oder den Deckel abheben. Dann sollte das eigentlich sehr gut funktionieren. Der Bernd nickt, genau. Der gusseiserne Topf ist in der Hobbywelt sowieso ein fantastisches Instrument für schöne Brote. Weil nichts simuliert den Profi-Backofen besser als der gusseiserne Topf. Dann noch ein letzter Kommentar für heute, weil ich es so schön finde. Die Jenny ist in ihrem Meistervorbereitungskurs, der fällt heute allerdings aus. Dafür guckt sie Videos aus der Backakademie und als gelernte Bäckerin lernt auch sie dazu. Sehr gut, dann wirst du mit einer 1 durch die Meisterprüfung gehen.
Wunderbar, klasse. Sehr schön. Ja, das war eine ganz, ganz spannende Runde. Bevor wir zu den letzten Fragen an dich kommen, Marcel, ganz vielen Dank nochmal an die vielen Kommentare hier. Das will ich auf keinen Fall vergessen. Ist nicht selbstverständlich. Und viele schauen das hier auch im Nachgang noch oder hören es bei Spotify oder bei YouTube. Überall wird das hier zu sehen sein. Marcel, die Bitte an dich, wenn du nochmal auf der Facebook-Seite vom Pro-Institut die Tag vorbeischaust, oft kommen noch Kommentare im Nachgang. Vielleicht kannst du da ein paar Tipps lassen. Genau. Schau gerne rein, ja. Dann auch der Hinweis an alle, verpasst künftig keinen Brot-Talk, indem ihr der Facebook-Seite Deutsches Brot-Institut folgt. Dort wird er immer live ausgestrahlt. Marcel, unsere Schlussrunde. Drei Fragen, auch die bekommt jeder Gast bei uns gestellt. Ist ein belegtes Brot eine vollwertige Mahlzeit? Ja. Super. Also ja oder wenn, nein antworten oder muss ich alles antworten? Du, das ist deine Entscheidung. nee, also das war auch so ein bisschen Resümee bei der Brot-Challenge. Habe ich für mich gedacht oder quasi mein Fazit ist, ja auch wenn nur Brot und Wasser nicht das Richtige ist, Brot ist trotzdem das perfekte Lebensmittel. Man kann es auch als Teller nutzen, jetzt genau mit Aufstrichen. Ja. Und wenn man jetzt sagt, okay, Calcium, Milchprodukte im Blut zurückgegangen, ja, schöner Magerquark, Aufstrich oder sonst irgendetwas. Also man kann mit Brot, mit den richtigen Aufstrichen, vollwertige Mahlzeit. 100%. Mhm. Wenn du ein Gebäck wärst, welches wärst du? Kommt auf die Saison an, im Winter eher ein Paletone und im Sommer ein Baguette. Mit Panettone gleich mal die Königsklasse. Wunderbar. Wie sieht aus deiner Sicht die Bäckereiwelt in 5 Jahren aus? Gute Frage, spannende Frage. Also ich glaube, es geht sehr viel um Aufklärung. Die Konsumenten kommen auch schon aufgeklärt, um zu verbreiten, welche Philosophie. Jetzt mal ein Beispiel, das wir nicht so machen, aber jetzt beispielsweise Haribrot. Haribrot, der größte, ist sehr transparent. Der schreibt auf jeden Beutel, dass er Backmittel drin hat, dass er Frischhaltungsmittel drin hat. Das ist, glaube ich, das Ziel, ob das jeder möchte. Muss er das selber entscheiden. Und die Bäckereien sollten vielleicht auch ein bisschen schauen, nicht nur nach vorne zu zeigen, sondern auch nach hinten, oder? Was für Mehl setze ich ein? Woher kommt das? Mal zum Landwirt gehen und diese Story einfach erzählen. Nicht nur vorne raus, sondern auch hinten raus erzählen. Marcel, du sprichst mir aus der Seele und ich denke, dem sagst du ja auch, da blasen wir alle ins gleiche Horn. Und ja, viele tun es ja und haben auch großen Erfolg damit, dann auch verdientermaßen. Genau, also es gibt viele, viele gute Bäcker, die wollen wir hier wirklich nicht schlecht machen oder so, aber es gibt auch viele, die haben noch Potenzial, wie in jeder Branche. So ist es. So ist es, genau. Und dann sind wir schon deutlich über die Stunde. Das gehört definitiv zu den längeren Brot-Talks. Das ist dir geschuldet, lieber Marcel, auch der Vielfalt deiner Themen und den vielen Input von euch da draußen. Deshalb geht zuerst mal der Dank an euch da draußen, sei es Präsident des Bäckerhandwerks, Vizepräsident, Stammgäste wie Thorsten oder neue Brot-Talk-Gäste, dank Marcel. Vielen, vielen Dank, dass ihr draußen live dabei wart oder jetzt im Nachgang uns hier noch hört auf einem der Kanäle. Ist nicht selbstverständlich, wir machen es für euch, deshalb an der Stelle vielen Dank. Aber natürlich auch vielen Dank, Marcel, an dich für deine Zeit hier, die du investiert hast. Du konntest jetzt dein Unternehmen nicht mit Einnahmen füttern durch den Pro-Talk. Es sei denn, du verkaufst jetzt bei Amazon so viel Hellos Vitae, dass sich das wieder refinanziert. Das wünsche ich dir. Und vielen Dank auch dir, lieber Sebastian, für das tolle Miteinander und die Moderation und die Technik im Hintergrund. Das gebe ich zurück. Wisst ihr was? Ich will nichts verdienen. Ich verschenke sogar noch was. Ich gehe jetzt dann gleich auf Facebook zum Brot-Institut, schau mir die Kommentare an und Zufallsprinzip, schreib einfach einen Kommentar und gewinnt dieses Buch hier. Das ist ja fantastisch, wunderbar. Das ist doch mal ein sehr, sehr schöner Abschluss. Ja, genau. Sehr schön. Hat sehr Spaß gemacht. Herzlichen Dank, durfte ich mit dabei sein. Ich hoffe, alle deutschen Kollegen, ihr habt mich verstanden. Ja, selbstverständlich. Wir haben simultan übersetzt, wurde eingeblendet. Genau, es ist immer Untertitel.
Wunderbar. Bernd, dir lieben Dank. Es macht immer wieder Spaß in dieser Zusammenarbeit. Marcel, für deine Zeit. Es war sehr, sehr kurzweilig. Man hat gar nicht gemerkt, wie schnell diese 1 Stunde und 4 Minuten vorbeigegangen sind, weil es einfach super interessant war und sehr kurzweilig. Ganz lieben Dank allen und ja, frohes Schaffen. Jetzt gehen wir wieder was arbeiten. Bis dann, gute Zeit. Und ganz wichtig, wir haben vergessen, es gibt natürlich einen weiteren Pro-Talk, nämlich am 8. Mai. Am 8. Mai gibt es den nächsten Pro-Talk. Den Gast, der hat noch nicht final zugesagt, wir kämpfen noch, aber das wird ein ganz spannender Gast, wieder 8. Mai, 14.30 Uhr, save the date. Liebe Grüße, tschüss. Tschüss. Tschüss.